Das Böse begrüße euch herzlich zurück hier bei Ori and the Will of the Wisps. Wir sind hier gerade in Schimmelwaldtiefen. Und das ist sehr, sehr, sehr... Wow, gefährlich hier, offensichtlich. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich hier irgendwie wirklich sein möchte. Es ist enorm gefährlich hier. Wo muss ich denn jetzt lang? Wie macht man das? Okay, nice. Fuck. Fuck. Gar nicht gut. Okay, never mind. Dann muss ich jetzt halt wieder zurück. Man stirbt auch direkt. Okay. Okay, das ist hart. Nein. Lass mich hier lang. Okay, hier ist es hell genug, scheinbar. Und da oben ist eh die Tür. Okay. Wow. Au. Au. Nein. Oh Gott. Nein. Fuck my life. Nochmal bitte. Fühle ich mich gleich viel besser. Die Musik hier ist auch so geil mystisch irgendwie. Boah, nee, okay, da muss ich nicht hin. Oder will ich jetzt nicht hin? Oh shit. Oh Gott. Okay. Mann. Sag mal, wieso treffe ich denn hier nichts? Jetzt. Okay, warte, da muss ich nochmal hin. Oh Mann!
Nee. Oh. Was ist das denn? Hier oben ist irgendwas, oder? Nee. Was ist das denn da? Hä? Ja, und jetzt? Um ehrlich zu sein, habe ich gerade keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Und nun kann ich drüben hin oder was? Ah! Ich verstehe nicht so ganz, was mir das jetzt hier hilft, ehrlich gesagt. Ach so, hier geht's weiter, oder was? So, einmal Geisterlicht. Sehr schön. Okay, ich bin aber auch gespannt, wie man das dann in der Höhle da machen soll. Also in der anderen. Dieser, wo dann dieses... Wo irgendwas für den einen Moki liegt. Mann, Alter, das kann nicht so schwierig sein. So, jetzt. Boah, ja, die Schwierigkeit für mich ist jetzt rauszufinden. What? Hä? Why the f- Whoa. Okay, ich bin da, wo auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ehrlich. Okay, 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 nice. Okay, ich bin jetzt hier, hab einen Speicherpunkt. Das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. Sehr gut. Das ist jetzt natürlich weniger gut. Die Frage ist halt echt... Kann ich das irgendwie... Oh, das ist ein Shortcut offensichtlich, aber... Hä, ja und jetzt? Muss ich jetzt...
scheinbar. Okay. Was ist das hier? Das ist ein Samen! Oh, ein Samen wäre super. Wo lang jetzt? Hier hin? Okay, nice. Nice, nice, nice. Alles gut. Hä? Was denn nun? Ach so. Gut. Wo war jetzt nochmal die Tür? Links neben mir. Okay, never mind. Den Samen will ich aber auch auf jeden Fall noch holen. Ich hoffe halt nur irgendwie drauf, dass man hier vielleicht eine Fähigkeit bekommt. Aua, fuck. Dann zu wissen, wohin das Ding möchte, ne? Finde ich tatsächlich sehr schwierig. Und dann? Rechts weiter geht's. Oha! Okay. Ich lasse hier irgendwie gefühlt die Hälfte liegen, aber ich sehe halt nichts. Weiß nicht, irgendwie muss es Wege geben hier. Irgendwie muss es hier Wege geben. Okay.
bin ich wieder hier. Jetzt habe ich das einmal gemacht. Aber wieso wieder? War ich hier schon mal? Im Moment dachte ich, es wäre so gewesen. Aber hey, warte mal. So, hier haben wir noch eine Geisterprüfung. Ja, ja. Aber nicht jetzt. Das kannst du mal sowas von vergessen. Okay. Mir gefällt das gar nicht, dass hier alles so in Spinnenweben irgendwie eingedingst ist. Aber hier scheint eine neue Fähigkeit zu warten. Blitz. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie zuzuweisen. Erzeuge eine Lichtaura, die Gegnern Schaden zufügt. Ist es das, was ich hierfür jetzt brauche? Maybe. Yep. Nice. Sowas in der Art habe ich mir gewünscht. Aber wartet mal. Wie lange hält das so? Oh, das ist auf jeden Fall super jetzt. Ist das so ein Boden zum Dingseln? Sieht nicht so aus. Okay. Jetzt können wir hier auch nochmal auf Suche gehen. Ist das Lupo? Das ist in der Tat Lupo. Lupo, mein Freund. Hey! Jagt dir dieser Ort auch einen kalten Schauer über den Rücken oder geht's nur mir so? Auf der einen Seite ist die mit dem Verfall heraufgezogene Dunkelheit ziemlich unheimlich. Auf der anderen bevorzuge ich sie, glaube ich, zu dem, was sich darin verbirgt. Ja, bitte. Ich finde das aber eine sehr, sehr geile Mechanik, muss ich sagen. Da links ist noch ein Schrein. Mal. Ja, nice. Und der Samen da, den will ich auf jeden Fall auch noch haben. Das ist mal ganz klar. Ich sage es ganz ehrlich, du bist ein willkommener Anblick. Meine Toleranz für Dunkelheit hat ihre Grenzen, selbst im Namen der Kartografie. Weißt du, was ich mag? Arme und Beine. Jeweils zwei, um genau zu sein. Manche haben vier Beine und zwei Arme. Und weißt du was? Das ist auch in Ordnung. Maximal 6 Gliedmaßen. Das ist doch vernünftig, oder? Mehr als das und wir haben ein Problem. Okay. Ja. Autschi. Wo wollte ich jetzt lang? Hier hoch. Das ist super grad. Moment. Perfekt.
Ups. Ich bin dankbar, dass es auch relativ lange durchhält hier, das Licht. Ja, irgendwo hier oben. Da ist es. Aber wie kommt man da hin? Von der anderen Seite scheint mir... Upsala. Und da ist sie. Fragment gefunden. Yes. Sehr gut. Okay. Ja, dann lass uns hier doch erstmal weiter gucken, oder was? Ach so, das verbraucht quasi die ganze Zeit über. Energie. I see. Das ist natürlich ungünstig. Rechts ist Korlek-Erz. Da haben wir es auch schon. Wunderbar. Ich bräuchte langsam mal wieder etwas Energie. Hi, Moki. Du leuchtest. Bist du ein Geist? Ich habe versucht, Glühwürmchen zu fangen, aber sie entkommen immer. Wenn ich sie vielleicht in etwas reintun könnte. Okay. Oh, perfekt. Sowas habe ich gesucht. Das ist ein Shortcut von der anderen Seite aus. Ist hier oben noch irgendwas eigentlich? Boah. Nee. Upp. Ich muss mal wieder aufpassen, scheint mir was. Da ist irgendwo ein Energiezellenfragment. Im Wasser kann ich das nicht machen. Okay, da helfen auch die Gegner nichts. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, kann man sagen. Das hingegen ist gut. Aua, das sind also Stacheln, das wusste ich jetzt nicht. Perfekt. Ja, wie man das jetzt hier machen soll, ist mir jetzt aber auch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Weil da komme ich ja nicht hin. Oder kann ich... Okay, das...
Glühwürmchen. Das war nicht gut. Wo muss ich denn überhaupt hin, sag mal? Das da will ich noch. Ich will... Wo ist denn der Samen hin eigentlich? Der war doch auch irgendwo. Oder habe ich den jetzt schon? Nee. Wo war denn der? Wo zum Teufel war denn der? Ha. Merkwürdig. Oder sehe ich den jetzt nur? Nee. Na gut. Okay. Hier hoch möchte ich, glaube ich. Wobei, vielleicht kann ich eher von oben hier was reißen. Aua. Au, verdammte. Au. Ach, Mann. So. So. Kommt man hoch? Das möchte ich gerade aber gar nicht. Immer... Da ist der Samen. Irgendwo da. Auf einer anderen Seite da. Hier wieder hoch irgendwo. Da haben wir die Lebenszelle. Perfekt! Was aber nicht perfekt ist, ist das da oben. Fuck. Nee, nicht ganz. Ich will zu diesem Samen dahin, zum Teufel. So. Okay, warte mal. Da ist er. Okay. Geschafft. Sehr schön. Komm hier wieder hoch. Ist der Samen, den möchte ich auf jeden Fall noch haben.
Au. Shit, shit, shit. Das ist alles nicht so ganz das, was ich hier möchte. Wo ist er? Irgendwo hier links muss er sein. Da ist er. Wunderbar. Perfekt. Nochmal eben den Shortcut hier öffnen. Und dann können wir vielleicht das nächste Mal tatsächlich dahin gehen. Ich möchte jetzt nämlich zum Abschluss nochmal kurz zu Thule. Ich weiß gar nicht, wie viel Gorlek-Erz habe ich. Das gucke ich jetzt immer fix nach. Weil eventuell kann ja Grom jetzt noch kann das erstmal kurz aufhören vielleicht. Genau. Aber so, genau. Und jetzt quatschen wir mal kurz mit Grom und dann nochmal mit Thule. Sechsmal habe ich. Oh, perfekt. Das heißt, ich kann das hier noch einmal machen. Sehr gut. Zeig mal, was baust du da Schönes? Mehr Häuser bedeuten mehr Mucki. Quolo kann ja nicht alles allein machen, oder? Würde ich gerne, aber... Oh, was haben wir hier noch? Neue Höhen. Baumhäuser. Okay, also 18 Gorlek-Erz noch. Wo hat er denn das jetzt gebaut? Sag mal. Naja, wie auch immer. Hier, glaube ich. Ist das neu? Sieht so neu aus. Boah, ich kann dir alles erstmal klitzeklein hauen. Geilo. Mega, aber was das hier soll, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. So. Thule. Ja, habe ich in der Tat. Freuden der Feuermotte. Da die Tage seit dem Verfall immer dunkler werden, wird es für die Lichtfänger immer schwieriger, das Licht für ihre hängenden Lampen zu sammeln. Was auch immer das konkret bedeutet. Zeig mal. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfänger nicht widerstehen. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Ah. Das ist wahrscheinlich genau das, was wir hier gerade gemacht haben. Gucken wir mal. Ich meine, das ist alles ganz geil, aber... Ah, Leute, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Nee, nicht hier lang. Sondern... Ja, erstmal nochmal ein bisschen geisterlich mitnehmen, genau. Die haben auch immer Neues, das ist auch nicht schlecht. Huch. Nochmal kurz hier reingehen. Hatte er nicht für uns noch ein bisschen was Neues? Ah, du bist aus dem Stellenwald zurück. Und? Was gibt's da draußen? Schlammige Terrum, explosive Fauna, du liebe Güte, wie wunderbar. Die Karte nimmt Gestalt an, aber einige Pfade sind immer noch leer. Komm wieder, wenn du alles gesehen hast. Ja, genau das meine ich. So, Energiezellen. Das ist halt die Frage. Ja, möchte ich mir das kaufen? Ah, lass mal.
Und die Dinger kann ich tatsächlich nochmal zerstören. Wie geil ist das denn? Erstmal alles kurz und klein schlagen hier bei ihm. Nice. Was mache ich jetzt mit so viel Geisterlicht, Leute? Huch, nee, das hatten wir schon. Wie so ein Torpedo, ey. Mal gucken, was Twillen nochmal hatte. Splitter. Machen wir jetzt halt hier ein bisschen sowas. So, für den Rest. So. Ich glaube, damit haben wir jetzt einiges erledigt hier. Gromsi Pomsi. Speichern wir nochmal und ich würde sagen, das war doch ein ganz geiler Part. Wenn ihr wissen möchtet, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin. Tschüss.